Nächsten Dienstag gleiche Zeit? Jawohl, alles klar. Ja, klar. Wiedersehen. Endlich, alles klar? Nicht vergessen, wir machen Pünktlichschluss, ne? Gut, tschüss. Alles in Ordnung? Alles bestens. Sie sind noch gar nicht so lange hier, oder? Nee. Kennen wir uns von irgendwoher? Herr Funke, Ihr Sohn und ich sind in der gleichen Klasse. Ah, soll ich Sie gleich mitnehmen in die Stadt? Nee, danke, ich werde abgeholt. Du wusstest schon, dass hier nicht asphaltiert ist. Ja! Immer korrekt gekleidet, der Kollege. Immer korrektes Schuhwerk. Guck mal, die ist schon da. Ja, vielleicht sollten wir endlich mal so ein Navi beantragen. Willst du dir einfach von der Frauenstimme sagen lassen, wo es lang geht? Morgen, Frau Lindner. Guten Morgen. Frau Weigand hat mich mitgenommen. Aha.
Dann haben Sie doch sicherlich schon ein paar sachdienliche Hinweise zum Tathergang, was? Der Stollen ist ein geschütztes Fledermausquartier. Der Zutritt ist streng verboten. Ein Quartierbetreuer vom Naturschutzbund, der hat die Leiche bei einer Routinekontrolle gefunden. Genauer gesagt sein Hund. Mhm. Gehen wir mal. Wir kommen dann gleich zu. Einen Schlüssel zur Anlage haben nur Quartierbetreuer und Fledermauskundler. Dieses Schloss hier aber, das wurde aufgebohrt. Auf den ersten Blick kann man es nicht so genau sehen, weil es wurde wieder eingehängt. Es gibt keine Fingerabdrücke. Guten Morgen, die Herren. Morgen, Frau Weigand. Kein Kommentar. Der Stollen wurde von den Russen als Munitionslager benutzt. Der Sieg, naja. Sie achten auf Ihre Köpfe, ja? Hämatome und etliche Frakturen. Ein Teil der Verletzungen könnten von dem Sturz in den Schacht stammen. Woran ist sie gestorben? Und wann? Der Tod trat vor etwa 8 bis 10 Stunden ein. Nadine. War im Portemonnaie. Ein Fahrschein aus Halle. Also, ich weiß nicht. Ich finde, sie ist ziemlich aufreizend angezogen. Ab wann wird's für Sie dann aufreizend? Da fängst du zum Beispiel schon an. Dann sagen Sie doch, was Sie denken. Sie finden Ihre Aufmachung nuttig. Ja, Frau Lindner, finde ich. Ja, auf alle Fälle hat sie sich besonders in Schale geworfen, nicht? Wer fragt sich, für wen? Sie tun ja geradezu so, als wäre das wahnsinnig außergewöhnlich, dass eine junge Frau sich so sexy anzieht. Na ja, sexy. Wieso? Als ich so alt war wie die? Danke. Linie 104. Der Fahrschein wurde gestern Haltestelle Kurt-Tucholsky-Straße entwertet. Um 13.19 Uhr. Tucholsky-Straße ist da nicht eine Schule? Warte mal. Nadine, wie alt schätzen Sie sie? 17, 18, vielleicht 19. Stimmt. Da ist ein Gymnasium. Hä? Ach nee. Können Sie damit auch Kaffee kochen? Dann versuchen Sie mal Ihr Glück in der Schule. Ei, ei, Sir. Das Mädchen heißt Nadine Iwanowski. Sie geht in die 11. Klasse. Die Familie ist vor ein paar Jahren nach Halle gezogen und wohnt jetzt in dieser neuen Siedlung in Heide Süd am Stadtrand. Das müsste es sein. Na dann. Herr Iwanowski? Hier gibt's nichts zu holen. Wir kommen von der Kriminalpolizei. Schmücke, mein Name. Mein Kollege Schneider. Wir dürfen noch reinkommen? Ja. Es geht um Ihre Tochter Nadine. Aha. Was hat sie denn angestellt? Wissen Sie das? Ah, was wollen Sie denn von ihr? Können wir uns vielleicht erst mal setzen? Ja. Danke. Danke. Wann haben Sie Ihre Tochter zuletzt gesehen? Gestern Morgen. Und danach? Ja, danach nicht mehr. Nach der Schule geht sie zum Tennisclub, da hat sie einen Job. Und gestern wollte sie bei ihrer Freundin übernachten, der Mandy. Was ist denn überhaupt los?
Beamte wurde heute Morgen tot aufgefunden. Das kann ja gar nicht sein. Doch. Wie, was heißt das? Gefunden worden? Hannes. Unsere Nadine. Das glaube ich nicht. Iwanowski? Ja. Wer sind die beiden Jungs? Das sind Patrick und Daniel, die sind beide aus Nadines Klasse. Sagen Sie, was für ein Typ Mädchen war denn Nadine? Lange Röcke, Kleider, trug sie wohl nicht gerne. War schon als Kind so. Lieber mit Jungs auf Bäume klettern als mit Puppen spielen. Daniel Reimers hat sich heute krank gemeldet. Aber Patrick Funke und Mandy Wagner, können Sie sprechen? Patrick Funke, Mandy Wagner. Hier ist die Adresse vom Tennisclub. Danke. Tschüss. Bitte schön. Was ist mit Nadine? Sind Sie Patrick Funke? Ja. Dann setzen Sie sich erstmal. Ich bin mit ihr befreundet. Ich denke, ich habe ein Recht darauf zu erfahren, was mit ihr ist. Nehmen Sie erstmal Platz. Bitte. Sind Sie enger mit Nadine befreundet? Ja, schon. Ja, wie eng denn? Ja, so eng, wie man mit einer guten Freundin halt befreundet ist. Dann können Sie uns ja sagen, was Nadine gestern Abend noch so vorhatte. Nee, keine Ahnung. Ich meine, man macht ja auch nicht alles zusammen mit nur einer guten Freundin. Aber was ist denn überhaupt passiert? Mandy, Sie sind Nadines Freundin, richtig? Ja. Was hat sie denn wieder angestellt? Wie angestellt? Keine Ahnung, nur so. Ja, wie denn? Was nur so? Ja, die hatten halt öfters mal ein bisschen Stress. Mit dem Bullen. Mit der Polizei, meine ich. Aber harmlos, also so rein streichetechnisch oder mal eine Demo oder so, das Übliche halt. Die drei? Ja, die Troika. Daniel, Patrick, Nadine. Troika? Ja, keine Ahnung, so nennen die sich halt. Echte Freunde, große Sache. Sie waren gestern Abend mit Nadine verabredet, ist das richtig? Wer sagt das? Nadines Mutter. Ach so, die, ja. Ja, es sollte halt niemand wissen. Weil Nadine war noch mit ihrem Freund verabredet, Daniel. Die haben da was am Laufen. Was denn jetzt mit ihr? Nadine ist tot. Was? Ja, sie wurde gestern Opfer eines Überfalls. Überfallen. Was heißt denn das? Tja, sie... Ist sie tot, oder? Ja, sie ist tot. Ist sie vergewaltigt worden? Wie kommen Sie denn darauf? Sie ist doch attraktiv. Entschuldigung. Ja? Lindner, Gruppe Halle. Guten Tag. Das ist ja echt fix. Ich hab da eben erst mit einem Ihrer Kollegen telefoniert. Kommen Sie, ich zeig's Ihnen. Das ist echt nicht zu fassen. Schon das dritte Mal in 2 Jahren. Dabei gibt's ja nun wirklich nichts zu holen. Was wurde denn geklaut? Die Kasse. So roundabout 200-300 Euro. Ich bin eigentlich wegen was anderem da, Herr... Peters, ich bin der Geschäftsführer. Herr Peters, Nadine Iwanowski, arbeitet die bei Ihnen? Ja, ab und zu, ja. Wieso?
Gestern Abend auch? Ja. Wann ist sie denn gegangen? Tja, wann ist sie gegangen? So gegen 8. Und wie lange haben Sie geöffnet? Bis um 10. Vielleicht sagen Sie mir einfach, weswegen Sie hier sind. Nadine wurde Opfer eines Gewaltverbrechens. Ich hab vergessen, noch... Ist sie gestern Abend alleine los oder hat sie irgendjemand mitgenommen? Kann ich Ihnen gar nicht sagen. Normalerweise fährt sie mal mit dem Bus. Seit wann arbeitete sie denn für Sie? Seit 2-3 Monaten. Ich brauche eine Liste aller Spieler, die ab 19.30 Uhr gekommen oder gegangen sind. Ja, klar, kein Problem. Kommen Sie. Daniel Reimers? Kommen Sie rein. So, ich denke, das müssten alle sein. Wenn Ihnen noch was einfällt. Ja, klar. Ach, sagen Sie mal, wie war denn Nadine gestern angezogen? Ja, was hatte sie an? So Jeans, T-Shirt, Sneakers, so ganz normal halt, sportlich, ne? Sie wissen, warum wir hier sind. Andy Wagner hat mich angerufen. Sie waren gestern Abend mit Nadine verabredet. Ja, wir wollten ins Kino gehen. Aber sie ist nicht gekommen. Wann haben Sie denn Nadine das letzte Mal gesprochen? Kurz vorher. Gegen 10. Wir wollten in die Spätvorstellung um 10:30. Ich habe sie angerufen, um zu fragen, ob es klappt. Und was hat sie gesagt? Dass sie pünktlich kommen würde. Schafft man die Strecke in der Zeit? Ja, mit dem Bus. Mhm. Sie ist aber noch nicht gekommen. Was haben Sie denn da gemacht? Ich habe sie angerufen. Immer wieder die halbe Nacht habe ich sie angerufen. Ihr Telefon war an. Keine Mailbox. Aber sie ist nicht ans Telefon gegangen. Ja, und Schließlich war ihr Handy dann aus. Bitte sagen Sie mir, was mit ihr passiert ist. Ich muss es wissen. Was ist denn los? Meine Mutter. Tag, Frau Reimers. Tag, Frau Reimers. Tag. Sie ist Krankenschwester und hat den Nachtdienst. Mhm. Das sind Polizisten. Sie brauchen ein paar Informationen. Polizei? Um was geht's denn? Nadine ist tot. Oh Gott. Tja, das war's erstmal. Eine Frage noch. Ihre Anrufe, haben Sie die noch gespeichert? Würden Sie uns dann mal Ihr Handy leihen? Das würde unsere Arbeit erleichtern. Also nach Aussage von Daniel Reimers hat Nadine bis 22 Uhr gearbeitet und war mit ihm zum Kino um 22.30 Uhr verabredet. Mit dem Bus schaffst du die Strecke... Moment. Laut Geschäftsführer ging ihr Dienst nur bis 20 Uhr. Das heißt, Nadine hat Daniel angelogen? Was hat sie in den 2 Stunden gemacht? Gibt es Zeugen? Den entsprechenden Busfahrer? Den habe ich befragt. Da kann sich an Nadine aber nicht erinnern. Und sonst Leute vom Tennisclub. Namen, Adressen, da muss es doch was geben. Herrgott, noch mal, Frau Lindner, lassen Sie sich doch nicht alles aus der Nase ziehen. Ich habe doch hier eine Liste aller Spieler. Hier. Ja, wissen Sie, wo Sie morgen hingehen können. Die Datenverbindungen belegen, dass Daniel mehrfach versucht hat, sie zu erreichen. 5 Anrufe. Der erste um 21.48 Uhr und der letzte um 2.31 Uhr. Dazu 4 SMS. Die erste schon früh 7.12 Uhr. Hier kommt ein Kuss, Handy ganz hart an deine Wange drücken, Schmatz bei Bedarf mehrmals täglich wiederholen. D-Punkt. Klingt zumindest nach mehr als einer normalen Freundschaft. 22.31 Uhr. Nadi, wo steckst du? Melde dich. 1.52 Uhr. Mache mir Sorgen, bitte rufe an. Da lag sie wahrscheinlich schon im Stollen. Wie Sie richtig vermutet haben, ist der Fundort der Leiche nicht der Tatort. Unter normalen Umständen hätte es eine Ewigkeit gedauert, bis jemand die Leiche entdeckt hätte. Also muss der Täter sich dort ganz genau ausgekannt haben. Wir haben auch Spuren an der Kleidung von Bitumen, also Asphalt, gefunden.
fehlt uns nur noch die richtige Straße. Also für uns bleibt als Ansatzpunkt nur das Zeitloch von 2 Stunden. Wo war Nadine und was hat sie gemacht? Also eins steht fest. Nadine muss sich nach der Arbeit noch mal umgezogen haben. Im Club hatte sie Jeans und T-Shirt an. Na, sehen Sie. Was? Kleidungssetzsignale. Ach, jetzt sagen Sie nur, sie ist anschaffen gegangen. Warum denn nicht? Erst trug sie was Normales und dann zog sie dieses nuttige Zeug an. Nuttiges Zeug? Sie hat sich aufgebrezelt für ihren Freund oder auch einfach nur so. Ich meine, das ist auch normal. Als ich früher bei meinen Eltern raus war, da habe ich mich sofort im Gebüsch umgezogen. Ist ja wirklich sehr nett, was Sie uns hier über Ihr Privatleben erzählt, Frau Lindner. Aber möglicherweise war Nadine mit ihrem Mörder verabredet. Das kann natürlich sein. Ja, die 2 Stunden, wo war sie da? Mein Gott, jetzt fehlt nur noch der Satz, eine Frau in so einem Outfit, die ist ja selber schuld, wenn sie vergewaltigt wird, ne? Darf ich mal? So Quatsch! Aber ein Callgirl, sie... Komm, Herbert, für heute reicht's. Gute Nacht. Ja, was hat sie denn? Etwas, was uns fehlt. Die weibliche Perspektive. Ach. Und das kann man nicht lernen. Vor allem Schmücke nicht. Ja, ist aber auch manchmal ganz schön verbohrt. Wem sagst du das? Dabei ist die Kleine ganz passabel. Die macht ihren Job wirklich gut. Der alte Grubbelkopf. Er hat sie doch angefordert. Bei so einem jungschen Ding spielt so ein alter Gockel natürlich verrückt. Und ich stehe da zwischen den Fronten. Herbert, es hilft nichts. Ich glaube, du musst dich opfern und was fürs Betriebsklima tun. Ich? Wir machen einen Grillabend. Nee, ich glaube, sie ist Vegetarierin. Das ist doch wurscht. Es gibt Tofu. Und wegen morgen macht ihr mal keine Sorgen. Sie wird schon zeigen, dass sie mit 2 alten Sausen behutsam umgehen kann. Dein Wort in Gottes Ohr. Gute Nacht, Gabi. Schlaf schön, Süßer. Naja, sie hat sich in den Kopf gesetzt, dass wir draußen auf dem Grundstück grillen. Oh. Ich soll dich eben einladen. Morgen. Keine Angst. Ich zieh mir gleich was über, Herr Schmöcke. So leicht bin ich nicht zu beeindrucken, Frau Lindner. Nicht? Die Primärverletzung wurde durch massive Gewalteinwirkungen mit einem stumpfen Gegenstand verursacht. Schauen Sie mal. Hier. Das hat zu einem subduralen Hämatom geführt und der Schädelknochen ist gesplittert. Wurde sie von hinten niedergeschlagen? Das ist möglich, aber auch ein Sturz wäre theoretisch denkbar. Aha. Sie war höchstwahrscheinlich bewusstlos, aber lebte noch, als man sie in den Schacht warf. Gestorben ist sie dann an den inneren Blutungen. Todeszeitpunkt gegen 24 Uhr plus minus einer Stunde. Speichel- oder Spermaspuren? Keine gewaltsame Penetration, aber Druckstellen an beiden Handgelenken. Sie muss gepackt oder festgehalten worden sein. Und dabei hat sie auch ihren rechten Ohrring verloren. Hier, das Ohrläppchen eingerissen. Spricht für einen Vergewaltigungsversuch. Nadine wehrt sich, der Täter packt sie. Sie reißt sich los und bekommt einen Schlag auf den Hinterkopf, als sie flüchten will. Ach, noch was. Das Mädchen war in der 6. Woche schwanger. Herr Iwanowski ist hier. Ach ja. Kommen Sie. Und? Kann ich im Moment allein sein? Die Schwangerschaft bringt einen ganz neuen Aspekt in den Fall. Nehmen wir an, das Kind war nicht gewollt. Der Täter zwingt Nadine abzutreiben. Sie will nicht und es kommt zum Streit. Vielleicht einer ihrer beiden Freunde. Oder Eifersucht. Dann knüpfen wir uns die beiden Jungs mal vor. Und Mandy, Nadines Freundin, die hat uns sicherlich auch noch nicht alles erzählt. Tun Sie das. Okay. Meine Frau hatte nicht die Kraft, mitzukommen. Bis gestern, da drehte sich alles darum, wie wir dieses Haus retten. Und jetzt? Wussten Sie, dass Ihre Tochter schwanger war?
Nee. Vielleicht eine Ahnung, wer der Vater sein könnte? Finanziell sieht es bei Ihnen im Moment nicht so rosig aus. Nicht so rosig? Das ist eine nette Untertreibung. Er hat noch nie mal versucht, Sie irgendwie finanziell zu unterstützen. Er hat sich ihr eigenes Geld verdient, in diesem Tennisclub. Aha. Herr Iwanowski, als wir Ihre Tochter gefunden haben, da trug sie hochhackige Schuhe, Hotpants und eine Bluse bauchfrei. Lief sie denn öfters so rum? Was meinen Sie denn mit so? Ja, so ist ja nicht in die Schule gegangen. Ach so. Meine Tochter wird umgebracht. Liegt da drin. Und was machen Sie? Sie ziehen sie in den Dreck. Ich lauf lieber. Meine Tochter war keine Nutte! Herr Schmücke! Hauen Sie ab. Verschwinden Sie. Wer sind Sie denn? Hallo? Das Haus ist nicht zu verkaufen. Stimmt doch gar nicht. Hier steht's doch. Alles klar, ja. Das kennen wir schon. Frau Iwanowski. Schön, dass du da bist. Ich wollte einfach nur mal... Ich weiß, Patrick. Schon gut. Komm rein. Ich bin so froh, dass ihr gekommen seid. Möchtest du auch eine Cola? Wer macht sowas? Ihr wart doch beide Nadis beste Freunde. Also, ich muss dann jetzt auch gehen, Frau Iwanowski. Ach, du musst schon gehen. Ja. Warte. Hier, nimm das mit von ihr. Nimm das. Nimm das von ihr. Dankeschön. Möchtest du auch was von ihr mitnehmen? Ich bin nicht tot, ich tausche nur die Räume. Ich lebe in euch und gehe durch eure Träume. Für immer Patrick. Der ist heute nicht zur Schule gekommen. Daniel auch nicht. Kann ich dich ein Stück begleiten? Hat dir Nadine von ihrem Job im Tennisclub erzählt? Ja, das Übliche eben. Über den Chef, die Spieler. Aber sie war da auch noch gar nicht so lang. War eh voll Glück. Glück? Nadine war total scharf auf den Job. Brauchte halt das Geld. Würdest du sagen, ihr habt eure Geheimnisse miteinander geteilt? Ja, kann man schon sagen. Dann hat sie dir sicher gesagt, dass ich schwanger war. Naja, nicht so direkt. Also, ich hab den Test in ihrer Tasche gesehen. Zufällig. Weißt du, wer der Vater ist? Daniel? Ich meine. Die beiden waren jetzt zusammen irgendwie. Wusste Patrick davon? Kann sein. Danke. Tschüss. Meld dich. Hallo. Was war denn der hier? Was hast du gegen Patrick? Sein Vater ist ein Arschloch, das war die ganze Scheiße hier eingebrockt. Mit seiner tollen Beratung. Da kommt doch kein der Junge doch nichts für. Soll ich mich auch noch freuen? Könnte ich mir mit Leid sonst wünschen. Wer war denn so begeistert von seinen tollen Tipps? Wir hätten nie hierher ziehen dürfen. Du hast doch gesagt, nimm den Job hier und schläg die ganze Abfindung in dieses blöde Haus. Das hätte ja auch hingehauen, wenn du dir diese blöde Kreditversicherung nicht hättest aufschwatzen lassen. Die jetzt sowieso nicht zahlt. Du hast doch mit unterschrieben! Hannes, das war so knapp kalkuliert! Wenn du dann nicht unser Erspartes noch in diese Scheißfonds gesteckt hättest, dann hätte unser Kind nicht mitarbeiten müssen! Neben ihrem Abi! Sie wollte in diesem Tennisclub jobben! Das hat ihr doch Spaß gemacht! Nein, Hannes, nein! Das hat sie nur gemacht, weil sie uns helfen wollte! Thank you.
für dich, die Polizei. Hallo, Daniel. Na, wie geht's Ihnen? Ihr Handy. Danke. Sehr witzig. Schön. Troika. Das Dreigespann. Am Anfang haben uns die anderen nur so genannt. Wir haben es dann irgendwann übernommen. Aber die Troika gibt's nicht mehr. Ohne Nadine. Aber Patrick und Sie, Sie verstehen sich noch. Klar. Wir hatten auch mal so eine Clique. Mein Gott, was haben wir für eine Menge Blödsinn gemacht. Herrlich. Und bei uns war auch so ein Mädel. In die waren wir alle verknallt. Aber für alle war klar, die ist tabu. Sonst gibt's ganz schöne Eier. Wussten Sie, dass Nadine schwanger war? Wie weit war sie? 6. Woche. Käme denn außer Ihnen noch jemand als Vater in Frage? Nein. Nein. Sie waren mit Nadine für die Spätvorstellung verabredet. Können Sie mir sagen, wo sie vorher war? Sie war im Tennisclub. Das hat sie Ihnen so erzählt, dass sie dort war? Ja, ja, sie war bis 10 Uhr da. Ich meine, wir haben telefoniert. Wieso? Sie waren heute nicht in der Schule. Ja, mir ging es nicht so gut. Sie sagten uns gestern, dass Nadine und Sie gute Freunde waren. Ja, das ist richtig. Dann hat sie Ihnen doch sicher als guten Freund erzählt, dass sie schwanger war. Nein, das hat sie nicht. Könnten Sie der Vater sein? Das wüsste ich ja wohl, oder? Daniel. Wieso fragen Sie nicht einfach selbst? Ja, wissen Sie vielleicht, warum Nadine sich an dem Abend nach ihrem Job noch so sexy angezogen hat? Hat sie das? Ja. Ich habe keine Ahnung. Ja, danke schön. Sie spielen Tennis? Ich nicht, mein Vater. Beim TCH. Ja. Tschüss. Tschüss. Ja, hallo? Ja, Frau Lindner, wo stecken Sie denn im Moment? Ich kämpfe mich gerade durch die Zeugenliste vom Tennisclub. Ah, das ist gut. Schauen Sie doch mal nach, ob ein gewisser Richard Funke drauf ist. Ja, ist drauf. Wieso? Der Funke, das ist der Vater von Patrick. Ah, zu dem wollte ich als nächstes. Moment mal kurz. Guten Tag, Lindner, mein Name. Ich habe einen Termin mit Herrn Canellas. Mhm. Ich bin nämlich gerade bei seinem Trainingspartner. Ja, den Weg können Sie sparen. Das übernehme ich für Sie. Ah, danke. Ja, bitteschön. Oh, Canellas, guten Tag. Volker Canellas, ich freue mich sehr. Ja, Lindner, Kripo, hallo, guten Tag. Kommissare auf dem Fahrrad. Der Staat muss wohl sparen. Ja, immer in vollem danke. Körpereinsatz. Man sieht's. Ich habe da mal noch ein paar Fragen an Sie, ja? Ja, kommen Sie ruhig mit. Hallo? Kann ich Ihnen helfen? Oh, entschuldigen Sie. Kriminalpolizei. Schmücke mein Name. Ich war gerade bei Ihrem Sohn. Zeugen von ihm. Wegen des Mädchens? Ja. Schrecklich. Ja, mein Sohn geht in dieselbe Klasse wie Sie, also gegangen ist. Kannten Sie Nadine? Ja, die war mal auf der einen oder anderen Party von meinem Sohn. Und aus dem Tennisclub? Ah ja, stimmt, da auch. Ja, genau. Sie haben da vorgestern Abend Tennis gespielt. Richtig. Wann haben Sie denn Nadine dort das letzte Mal gesehen? Kurz vor Schluss, so gegen 10, nicht? Gegen 10? Da war sie noch da? Ja, natürlich.
an der Rezeption. Und Sie haben mit ihr gesprochen? Ja, tschüss, bis zum nächsten Mal, sowas halt, ne? Ja, aha, ja, dankeschön. Gerne. Und Sie, was haben Sie denn danach gemacht? Jetzt wollte ich es aber genau wissen, was? Naja, ich habe mich noch breitschlagen lassen auf so ein Gläschen. Im Bandini. Ganz neu. Bist du Zeugen? Ja, klar. Mein Tennispartner. Volker Canellas. Wir sind immer dienstags auf dem Court und danach gehen wir meistens noch ein Gläschen trinken. Ist auch nicht nur bei einem geblieben. Aber Wagen habe ich natürlich stehen lassen. Das war eine gute Entscheidung. Ja, Entschuldigung. Wiedersehen. Gerne. Verstehst du noch Straße hier? Ich komme gerade von Patricks Vater. Der hat mir erzählt, er hat Nadine noch um 22 Uhr am Tennisclub gesehen. Ja, da stimmt da was nicht. Sein Trainingspartner, der Canellas, der sagt dasselbe. Der Geschäftsführer sagt aber 20 Uhr. Ja, dann hat er gelogen. Ja, warum? Also los, klärt das. Warum haben Sie gelogen? Nadine Iwanowski war am Dienstagabend bis 22 Uhr hier. Wir können doch gerne im Präsidium weiterreden. Als Sie mich gestern gefragt haben, da wusste ich doch noch gar nicht, um was es da geht. Ach ja? Das Mädchen war noch keine 18 und durfte nur bis 20 Uhr arbeiten. Wissen Sie, ich hatte schon mal Ärger mit dem Ordnungsamt wegen sowas und das wurde richtig teuer. Wo waren Sie an dem Abend nach 20 Uhr? Wir hatten Karten fürs Eric Burden Konzert in Leipzig, also ein Freund und ich. Name und Adresse. Ja, ich schreib's Ihnen auf, ja? Das heißt doch aber, dass Nadine am Dienstag dann die Letzte im Club war, richtig? Ja. Also auf Nadine konnte ich mich hundertprozentig verlassen. Die hat Licht ausgemacht, Tür zugemacht, hat den Schlüssel eingeworfen. Also war wirklich super. Herr Peters? Ja? Haben Sie eigentlich auch eine Kamera, die den Eingangsbereich zeigt? Ja. Die mussten wir installieren, weil hier dauernd eingebrochen wurde. Also versicherungstechnisch, ne? Wird das aufgezeichnet? Ja, die ganze Zeit. Und nach 24 Stunden wird es automatisch gelöscht. Es sei denn, wir archivieren die Aufnahme. Dann haben Sie doch sicher noch eine Aufnahme von Dienstagnacht. Da wurde doch wieder eingebrochen. Genau das ist das Problem. Als ich die Aufnahme sichern wollte, habe ich festgestellt, dass die Festplatte auch weg war. Sehen Sie mich? Ja, jetzt sind Sie drin. Voller Leben war sie. Selbstbewusst war sie. Und einen starken Willen hatte sie. Sie hat geglaubt, dass man die Welt verändern kann. Und charmant war sie. Sie wusste diesen Charme auch schon bewusst einzusetzen. Und ihr Aussehen. Darf ich Ihnen mal was zeigen? Kennen Sie diese Kleidungsstücke? Nein, das kenne ich nicht. Das trug Nadine, als man sie gefunden hat. Was? Ja. Aber das hat sie nicht in der Schule angehabt. Kann es sein, dass sie sich extra für Daniel so angezogen hat? Kann ich mir nicht vorstellen, das hätte dem gar nicht gefallen. Was haben die Sachen mit ihrem Tod zu tun? Bei dem Symbol handelt es sich um ein Triskel, ein Zeichen für die keltische Drei. Das Zeichen unserer Troika. Na, schon Ergebnisse? Ja. Nadine war um 10 doch noch im Club. Sie wurde wahrscheinlich im Bereich der Treppe überfallen. Da haben wir auch den Ohrring gefunden und am Geländer Blutanhaftung. Und irgendjemand stiehlt in derselben Nacht die Aufzeichnung von dieser Überwachungskamera. Ach nee. Wahrscheinlich der Täter. Da hätten wir einen gefilmten Mord.
Katrin? Ich sehe, Sie achten wenigstens auf Ihre Linie. Sie doch auch? Kleiner Scherz. Ach, ich würde Sie übrigens heute Abend gern zum Grillen einladen. Gabi, meine... Lebensabschlussgefährtin? Genau, die würde sich sehr freuen. Und ich fände es auch gut für unseren Teamgeist. Okay, ja, gerne. Ich habe es noch nicht so mit Fleisch. Das ist kein Problem, es ist jede Menge Huhn da. Das Blut vom Tennisplatz, also ich meine vom Geländer, stammt wie erwartet von Nadine. Mhm. Oh, das rettet mich, darf ich? Ja. Frau Weigand, vielen Dank nochmal für die Aufbereitung des E-Mail-Verkehrs. Tolle Arbeit. Schon gut. Ja. Und was ist mit Schmücker? Wieso, den haben wir heute noch gar nicht gesehen. Ja, aber ich. Der sitzt wie ein Schluck Wasser auf dem Hof. Gab's Ärger? Herbert, was ist denn los? Warum kommst du nicht hoch? Frau Iwanowski hat gestern versucht, sich das Leben zu nehmen. Irgendwie kann ich sie verstehen. Ich fühle mich sowas von beschissen. Hör auf, dir Vorwürfe zu machen. Und wir haben nichts. Keine Spur, keine Festplatte, keine Zeugen, nichts. Nur ein Familientrauma. Immerhin haben wir den Tatort. Tja, mit der Frage, warum macht der Täter einen Überfall vor laufender Kamera? Kann sein, dass er die Kamera erst danach entdeckt hat. Also dieser Peters scheidet als Täter aus. Warum soll der einen Einbruch machen oder vortäuschen, um die Aufzeichnungen verschwinden zu lassen? Was ist denn mit der Schwangerschaft von Nadine? Da habe ich noch was Interessantes in Nadines E-Mail-Verkehr gefunden. Patrick. Zehnte April. Du bist nicht gekommen, deshalb ist Nadine tot. Und was hast du gemacht, du blöder Wichser? Ich hab sie nicht im Stich gelassen. Klar hast du, weil du sie gefickt hast. Denkst du, das hätte ich nicht gecheckt? Mandy hat's mir erzählt. Du bist ein scheiß Verräter. Wir waren eine glückliche Familie, auch als es uns nicht mehr so gut ging. Sie sind nicht aus Halle, nicht? Nee, aus Warnemünde gekommen vor 5 Jahren. Hannes hatte hier ein Jobangebot. Und mit der Abfindung von der Werft, da ging es uns erst richtig klasse. Ja. Und das ganze Geld haben Sie dann in dieses Haus gesteckt? Wir hatten ja beide Arbeit.
kann man die schulden. Wenn wir wenigstens Nadine da hätten raushalten können. Die Kleine, die hat uns ja noch Mut gemacht. Die Sache mit der Bank, das wird schon wieder, Mama. So war die. Was war denn da mit der Bank? Wir können die Raten nicht mehr zahlen. Und wenn dieser Canellas uns den Kredit wenigstens stunden würde, auf ein halbes Jahr. Mein Mann hat ja jetzt wieder Arbeit in Aussicht. Canellas? Ja, das ist der Leiter der Halleschen Zentralbank hier. Volker Canellas. Haben Sie noch nicht genug? Vielen Dank und alles Gute. Wiedersehen. Wiedersehen. Was ist? Canellas. Canellas? Ja. Hör auf mit dieser coolen Nummer. Ich glaub dir kein Wort. Ich lese dir mal was vor. Ich habe lange über unser Gespräch gestern nachgedacht. Ob aus unserer Freundschaft mehr wird, hängt von uns beiden ab. Ich wünsche mir nichts mehr als das. Das hast du ihr geschrieben. 2 Tage vor ihrem Tod. Ja, ich war in sie verliebt. Aber Nadine nicht in sie. Sie war von Daniel schwanger und sie wussten, wo sie an diesem Abend ist. Und dort siehst du sie. In ihrem sexy Outfit. Und sie ist verabredet. Mit Daniel. Und da ist es mit ihnen durchgegangen. Nein, ich habe sie geliebt. Wie hätte ich ihr denn da was antun können? Bin ich jetzt festgenommen? Sie können gehen. Wir warten nur noch auf Schmücke. Da legst du noch ein paar Kohlen nach. Also bis gleich. Na, endlich. Ihr habt Patrick laufen lassen? Na, unwahrscheinlich, dass er was damit zu tun hat. Ich habe Neuigkeiten für euch. Erzählst du uns auf der Fahrt. Gabi wartet. Was denn, wollen Sie mit dem Fahrrad fahren? Nee, nee, Frau Kollegin. Im Interesse des gegenseitigen Austauschs von Gedanken bitte ich Sie, mit uns zu fahren. Ja. Eigenartig, diese Iwanowskis, für die alles von diesem Canellas abhängt. Und dann die Tochter, die ihrer Mutter erklärt, du, das mit der Bank, das wird schon wieder. Ja? Und Canellas spielt in dem Tennisclub, in dem Nadine jobbt. Ich habe ihn ja gestern in der Bank befragt. Und da hat ihm der Name Iwanowski gar nichts gesagt. Guter Schauspieler. Ja, aber schon ein komischer Typ. Ich hatte das Gefühl, dass mit dem irgendwas nicht stimmt. Er hat mich die ganze Zeit so gemustert. Ach, du das auf niemand? Andererseits konnte er beim Blick gar nicht standhalten. Also wenn Sie mich fragen, der Typ hat ein Problem mit Frauen. Ach Gott. Schaut doch mal einer Frau zu tief in den Ausschnitt, heißt das sexuelle Belästigung. Was? Ja doch, übersiehst du aber ihre Weiblichkeit, ist ja das auch nicht recht. Das hat doch damit nichts zu tun. Ach, natürlich. Liebe Frau Lindner, nur weil Sie das Gefühl haben, der Mann schaut Sie komisch an, hat der gleich ein Problem mit Frauen. Na klar, man ist als Mann sofort abgestempelt. Herr Schmücke, jetzt machen Sie aber mal einen Punkt. Ruhig dich doch mal. Komm, fahr du nach vorne. Wissen Sie, was Sie haben? Sie haben ein Problem mit Männern, so ist es. Herr Schneider? Ja? Halten Sie bitte an. Ja? Bitte, halten Sie an. Frau Lindner. Frau Lindner. Mir ist der Appetit vergangen. Was soll ich jetzt Gabi sagen? Mir doch wurscht. Thank you.
Na endlich! Wo ist denn eure Kollegin? Ja, die war plötzlich verhindert. Ja, hatte keine Lust. Na, der Fall beschäftigt Sie, nicht? Das ist doch cool, wenn ihr das wichtiger ist als Grillen. Ja, cool. Hier ist ein bisschen cool. Herbert, wo ist denn die Jacke? Da passt du wohl nicht mehr rein. Aber im Auto ist ja dein Mantel. Übernehmen Sie doch das Grillen. Da ist auch schön warm. Die nur so gemerkt haben, um über Canellas was zu erreichen. Nicht möglich. Im Tennisclub hatte sie ja Kontakt zu ihm. So, könnt ihr die Arbeit mal 5 Minuten im Büro lassen? Ja. Sonst kann ich das nächste Mal den Grill gleich im Präsidium aufstellen. Recht hast du. Mahlzeit. Mahlzeit. Ach Gott. Geh du mal ran. Ja. Wie? Wo sind Sie? Ja, wir kommen. Herbert, entschuldige, Gabi. Na, nun komm. Ja. Nun komm! Entschuldigung, aber ich hab so einen Hunger. Geht mir gut. Um Himmels Willen, was machen Sie denn hier? Das hat mich einfach nicht in Ruhe gelassen mit dem Canellas. Haben Sie wenigstens den Täter erkannt? Nein, ich war zu spät. Ein Canellas? Der ist schwer verletzt. Auf den ersten Blick wurde das Opfer aus nächster Nähe niedergeschossen. Kaliber 9 mm alte Munition könnte also eine historische Waffe sein. Jetzt verstehe ich überhaupt nichts mehr. Ja. Holla, nicht schlecht die Aussicht. Tja, in irgendwas muss man ja seine Boni investieren. Ja. Schuluniform? So. Und hast schon was? Öffne mal den. Ach du meine Güte. Hier ist der Aufblasstutzen. Ja. Und dann? Ja, danke, Frau. Kommen Sie mal.
Hier. Alles Mädchen in Nadines Alter. Oder jünger. Sag mal, das Foto ist doch hier gemacht worden. Na, Sie hat noch recht, Frau Lindner. Der Mann hat Probleme mit Frauen. Danke. Morgen. Ich habe gerade mit der Klinik telefoniert. Wie es aussieht, wird Canellas durchkommen. Und dann habe ich hier noch was sehr Spannendes. Die Mails auf Canellas Laptop. Funke vermittelt alle seine Kunden ausschließlich an Canellas. Und dafür erhält er im Gegenzug verdächtig hohe Provisionen und erstaunlich günstige Privatkredite. Naja, eine Hand wäscht die andere, ne? Wobei Funke einige Verbindlichkeiten hat und von Canellas ziemlich abhängig zu sein scheint. Aha, was für die Kollegen von der Wirtschaftskriminalität? Schon möglich. Dann gibt's aber auch noch Hinweise auf eine Klage der Iwanowskis gegen die Bank wegen Falschberatung. Ich habe mich da mal schlau gemacht beim Landgericht. Iwanowski hat verloren. Und wer hatte den Kredit wohl vermittelt? Ja, Funke. Und Canellas bei seiner Vorliebe für Teenies macht sich im Tennisclub an Nadine ran. Er gibt dir zu verstehen, dass er durchaus für die Familie was tun kann, aber nur bei entsprechender Gegenleistung. Und als er es wissen will, wehrt sie sich. Bezahlt dafür mit ihrem Leben. Vorstellbar, aber das musst du erst mal beweisen. Ja. Und Iwanowski findet das alles raus und schießt Canellas nieder? Wir sollten Canellas Büro in der Bank mal auf den Kopf stellen. Durchsuchungsbeschluss. Sie können doch hier nicht alles auseinandernehmen, das geht nicht. Diese Durchsuchung wurde rechtmäßig angeordnet. Wir werden jetzt in all dieser Schränke. Ich habe keine Ahnung, wovon Sie reden. Herr Iwanowski, auf Canellas wurde gestern Abend geschossen. Besitzen Sie eine Pistole? Nö. Auch kein Sammlerstück? Nö. Brauche ich eine BBK. Ja, ja. Wo waren Sie gestern Abend? Im Krankenhaus bei meiner Frau. Gut. Jetzt habe ich eine Frage. Ja? Kommt Canellas durch? Schon möglich. Scheiße. So, Herr Schmöcke, dein Handy aus? Selbstverständlich, Herr Doktor. Herr Canellas, alles klar? Also, eine Minute. Ja. Guten Tag, Herr Canellas. Schmücke mein Name. Ich komme von der Kriminalpolizei. Sie wissen, was passiert ist? Nach Hause gefahren. Ja, Sie sind nach Hause gefahren. Und in der Tiefgarage hat jemand auf Sie geschossen. Haben Sie den Schützen erkannt? Herr Canellas, kennen Sie Nadine Iwanowski? Das Mädchen arbeitet im Tennisclub. Sie müssten sie kennen. Kenn ich nicht. Kennen Sie nicht? Kann nicht mehr. Ich komme wieder. Ja, Frau Weigand. Ich bin schon unterwegs. Tja, wir haben nur 4 Einzelbilder. Von der Überwachungskamera am Tennisclub. Ja. Und die waren auf Canellas Computer in der Bank. Mhm. Die Dateien heißen Nadine 1 bis 4, wurden allerdings gelöscht. Wir konnten einen Teil rekonstruieren. Ist das Canellas? Kann man schwer sagen. Kann ich gar nicht. Mach's doch mal ein bisschen schärfer oder größer. Mehr ist nicht drin. Denkt ihr, Canellas ist eingebrochen und hat sich die Aufzeichnungen geholt? Nein. Die hat man ihm zugeschickt. Und der Absender weiß, wen die Fotos zeigen. Erpressung? Das ist nicht auszuschließen. Was denn mit seinem Alibi? Habe ich überprüft, aber an dem Abend war es nur sehr voll in dem Lokal. Die Bedienung kann sich nur an Funke erinnern. Also die beiden stecken geschäftlich so unter einer Decke. Funke könnte Canellas decken. Patrick! Patrick! Was denn? Kommst du mal? Sag mal, hast du das von Volker gehört? Was? Nur auf den geschossen. Kam sogar im Radio.
Und ist er tot? Na, das nicht. Es geht ihm schlecht. Frag mich, wer macht sowas, ja? Wer macht sowas, ja? Und wieso? Ich denke, es gibt einen ganzen Haufen von Leuten, die deinen Freund Volker hassen. Wie meinst du das? Das fragst du noch? Ihr beiden, ihr macht doch eure sogenannten Geschäfte miteinander. Ja, von denen auch du ganz gut lebst, nicht? Jetzt kommt die Leier, oder was? Pass mal auf, mein Lieber, verdien du mal erst dein eigenes Geld, ja? Ja, das mache ich auch, aber mit Sicherheit nicht mit Finanzvermittlung. Ach. Irgendwelche Leute ruinieren und selbst noch Fettkohle dabei kassieren. Die Iwanowskis hast du auch schon kaputt gemacht mit deiner Scheiße. Wir fragen uns natürlich, wer einen Grund gehabt haben kann, auf Canellas zu schießen. Ich habe nicht die geringste Ahnung. Ich war völlig fassungslos, als ich das gehört habe. Sagen Sie, was machen Sie genau beruflich, meine ich? Vermögensberatung und Finanzdienstleistung. Und Sie arbeiten sehr eng mit Ihrem Tennispartner Canellas zusammen? Ja, auch nicht ausschließlich. Wie muss ich mir das vorstellen? Das ist übrigens 2009. Ja. Jemand kommt zu Ihnen wegen eines Kredits und Sie vermitteln ihn dann an Ihren Freund Canellas und dafür bekommen Sie dann eine Provision. Ja, aber das ist komplexer, da müssen Sie mal das Gesamtkonzept sehen. Also, was meinen Sie, was man sich schon bei einem einzigen Kredit alles für Fehler einhandeln kann, also, wenn man da naiv dran geht, mein Lieber? Wie Herr Iwanowski. Wieso, was hat das jetzt damit zu tun? Zumindest hätte er ein Motiv. Apropos Iwanowski. An dem Abend, als das mit seiner Tochter passiert ist, da sind Sie doch laut Aussage zusammen mit Herrn Canellas so gegen 10:30 in dieser neuen Bar gewesen. Baldini. Ja. Wie kommt es, dass man Herrn Canellas zu dieser Zeit dort nicht gesehen hat? Stimmt. Wir sind gar nicht zusammen weg vom Tennisplatz. Ich bin vorgefahren und Herr Canellas ist dann hinterhergekommen. Aber wann? Oh Gott, das kann ich jetzt nicht mehr so genau. Ja, gut. Danke schön, dass du hast. Komm, wir gehen. Dankeschön, wir finden alleine. Wiedersehen. Kannst du mir mal sagen, was das eben sollte? Ja, erzähl ich dir unterwegs. Komm. Valentner, Schmücke hier. Gehen Sie doch bitte gleich in diese neue Bar am Rathausplatz. Ja, Bandini. Ich möchte wissen, von wann bis wann genau Funke und Canellas am Dienstagabend dort waren. Ja, danke. Sag mal, kannst du... Moment. Frau Weigand? Ja, Schmücke hier. Sie haben doch sicherlich am Tatort fleißig fotografiert, nicht? Stellen Sie mir ein paar Fotos zusammen, vor allen Dingen vom Eingangsbereich des Stollens. Sie sind ein Schatz. Sag mal, ist dir nicht auch aufgefallen, dass in der Wohnung von Funke unwahrscheinlich viele Fotos von Höhlen und Fledermäusen hingen? Ich hasse ihn, er kapiert überhaupt gar nichts. Scheiße, Mann. Er ist halt immer noch dein Vater so. Ja, aber genau deswegen hasse ich ihn. Bei ihm geht's immer nur um das eine, um Kohle, Kohle und nochmal Kohle. Weißt du, es wird einfach nie wieder so sein, wie es war. Und damit müssen wir uns abfinden. Danke. Bitte. So, zu was sind wir denn zu so später Stunde gebeten? Ja, möchte ich auch gerne wissen. Herr Funke, Sie hatten ausgesagt, am Dienstagabend kurz nach 22 Uhr gleichzeitig mit Herrn Canellas vom Tennisplatz weggefahren zu sein. Ja. Vorhin jedoch haben Sie meinen Kollegen gegenüber diese Aussage korrigiert. Ja, praktisch gleichzeitig. Ich meine, das ist ja jetzt Wortklauberei, nicht? Ja, aber anschließend waren Sie noch zusammen in einem Lokal, ist das richtig? Ja. Die Bedienung hat es aber nicht bestätigt. Wissen Sie, was wir Juristen sagen? Wenn etwas nicht gesehen wurde, heißt es nicht automatisch, dass es nicht doch stattgefunden haben könnte. Verstehen Sie? Heißt, Ihre Aussage hat keine Beweiskraft. Wir werden alle Gäste ermitteln.
Irgendjemand wird was gesehen haben. Herr Funke? Mein Mandant möchte gerne seine Aussage korrigieren. Er war an dem fraglichen Abend allein in der Bar und ist dann nach Hause gefahren. Sie haben also eine Falschaussage zugunsten von Herrn Kannelas gemacht. Wie bitte? Nein, nein, Moment. Herr Funke hat einfach nur zwei Tage vertauscht. Das kann doch passieren. Das ist menschlich. Wir wissen, dass Nadine Iwanowski auf dem Parkplatz des Tennisclubs überfallen wurde, kurz nachdem Sie das Gebäude verlassen haben. Zufall. Mein Mandant ist nicht in der Situation, hier irgendwie Beweise zu erbringen. Das obliegt alleine Ihnen. Für die Falschaussage kriegen wir Sie auf jeden Fall dran. Frau Oberkommissarin, wir wissen doch beide, dass es am Ende nur auf eine Geldstrafe hinauslaufen kann. Wenn es überhaupt dazu kommt. Wenn Sie keine weiteren Fragen mehr haben, würden wir gerne gehen. Denn bei den Ermittlungen können wir leider nicht helfen. Guten Abend. So ein Schlitzohr. Herr Funke. Ja? Vielleicht interessiert es Sie ja. Wussten Sie, dass Nadine Iwanowski noch gelebt hat, als man sie in den Schacht geworfen hat? Das war gut, wie Sie das gemacht haben. Verarschen kann ich mich alleine. Nein, nein, das war wirklich sehr gut. Sie haben ihn verunsichert. Tja, und jetzt? Wer auf Kanadas geschossen hat, weiß auf alle Fälle mehr. WWK? Was? WWK? Wieso sagt ihr nicht Waffenschein? Ich bin ein Volltrottel. Das schreibt ihr auf. Aber mach das Licht wieder aus. Ja? Eine historische Sammlung hatte ich mal, ja. Unter anderem eine Luger Parabellum. Dafür hatten Sie in Warnemünde eine WBK, die rote Waffenbesitzkarte. Wissen Sie, ich habe mich gewundert, dass Sie sich so gut damit auskennen. Ich habe vor 2 Stunden unsere Tochter begraben. Da sitzen die Trauergäste! Herr Iwanowski. Dann ersparen Sie sich doch die Durchsuchung. Wir finden die Waffe so oder so. Also. Rede sein. Es bleibt alles wie besprochen. Und das erwarte ich von dir genauso. Ja. Ja, ich muss jetzt Schluss machen. Ja, bitte. Das freut mich aber, dass es Ihnen wieder besser geht. Na ja, die Arbeit muss weitergehen. Sie wissen noch, wer ich bin. Ja, schon, aber... Ist Ihnen denn inzwischen eingefallen, wer auf Sie geschossen hat? Ist wie ausgelöscht. Wie ausgelöscht? Na, vielleicht hilft Ihnen das hier weiter. Nadine Iwanowski. Ja, ist sie das? Ich kann ja niemanden drauf erkennen. Es hat ihr doch gefallen, wie sie sich angezogen hat. So wie diese hier. Haben Sie denn das? Das ist doch... Was fällt Ihnen ein, in meinen Privatsachen rumzuschnüffeln? Sie haben Nadine angeboten, sie mitzunehmen. Und dann haben Sie die Situation völlig verkannt. Ich sage gar nichts mehr. Wie kommen die Fotos der Überwachungskamera auf Ihren Rechner? Herr Schmück, gehen Sie. Werden Sie erbrechen? Gehen Sie bitte! Lass reden. Herr Schmück, geht. Herr Kanada, Sie kommen da nicht mehr raus. Ja, gehen Sie. Glauben Sie mir. Und dem Tod der kleinen Iwanowski. Womöglich läuft der Vater jetzt Amok. Ja, und
Ich bin dann das nächste Opfer. Sagen Sie mal, was, also, ich meine jetzt mal, also rein hypothetisch, was wäre denn, wenn Canellas doch was mit dem Fall zu tun hat und reitet mich damit in die Scheiße? Rein hypothetisch? Die Frage ist, was Sie noch wissen. Versprechen Sie was? Ich? Ne, ich bitte Sie natürlich nicht. Wirklich, Herr Funke. Ihnen ist klar, ich kann Sie nur wirksam vertreten, wenn ich alles weiß. Ja, natürlich, klar. Im Klartext hieße das, wenn Sie tatsächlich damit drin hängen sollten, wäre das äußerst fatal. Denn Nadine Iwanowski hat noch gelebt, als man sie quasi entsorgt hat. So muss man das wohl nennen. Und was das strafrechtlich bedeutet, muss ich wohl nicht erklären. Der Schmauchspurentest war negativ. Sie haben also nicht geschossen. Sie können gehen. Aber die Geschichte mit der Pistole stinkt. Nadine. Hey. Sie muss die Waffe genommen haben. Nadine? Meine Frau und Sie waren die Einzigen, die wussten, wo der Spinnschlüssel liegt. Was kann denn Nadine mit der Waffe gewollt haben? Vor einer Weile habe ich mich mit Daniel über Waffen unterhalten. Hat sich speziell für die Luger interessiert und wollte sie sehen. Nicht einfach mit den ganzen Menschen hier reinkommen. Wir dürfen frei rein. Warum auch nicht so rum? Kommen Sie mal bitte. Bitte. Das geht alles ins Labor. Ja. Ach so, das lag noch zwischen der Wäsche. Bingo. Die Waffe haben wir bei Ihnen nicht gefunden. Dafür aber Kleidungsstücke mit Blutanhaftungen und eine Festplatte. Ich bin sicher, diese beiden Fundstücke werden uns eine Geschichte erzählen, bei der Sie nicht gut wegkommen. Die Festplatte ist eine Wechselfestplatte. Sie wird in Spezialüberwachungsanlagen eingesetzt, wie zum Beispiel im Tennisclub. Also? Ich musste herausfinden, was mit Nadine passiert war. Da waren Sie doch beim Tennisclub. Ja. Ja, mit dem Fahrrad. Aber ich bin zu spät gekommen. Ich war erst um kurz vor 10:30 da und von Nadine war keine Spur. Ich habe nur noch die Lichter von einem Auto gesehen, was ziemlich schnell in den Wald reingefahren ist. Konntest du was erkennen? Nein, verdammte Scheiße. Daniel, ich verstehe nur nicht, warum du dir so sicher sein konntest, dass auf den Aufnahmen der Überwachungskamera Nadine drauf war. Fuck, ich hab mir einfach Sorgen gemacht. Sie hatte mir erzählt von irgendeinem Freak, der auf junge Mädchen steht. Warum hast du Canellas dann die Bilder geschickt? Um ihn zu erpressen? Ich wollte einfach gucken, wie er reagiert. Ich meine, man hat ihn nicht richtig gesehen und ich wollte halt einfach nur sicher gehen, dass er es wirklich war. Und als er nicht reagiert hat, da haben Sie ihm in der Tiefgarage aufgelauert und haben dort auf ihn geschossen. Nein! Herr Reimers, wir haben bei Ihnen Sachen mit Blut gefunden. Es lässt sich sehr leicht feststellen, ob das Blut von Canellas ist. Okay, ich war in der Tiefgarage. Aber nur, um ihn zur Rede zu stellen. Aber geschossen hast du nicht, oder was? Ja, klar. Frau Weigand, holen Sie Herrn Reimers zum Schmauspurentest. Sofort. Warum ist der nur so bockig? Du musst doch wissen, dass ihm das nichts nützt.
Canellas jedenfalls spielt weiter den Mann ohne Gedächtnis. Aber ich bin mir sicher, dass es war. Ja. Aber wir haben ja keine Beweise. Funke. Hm? Wenn Canellas der Mörder ist, kriegen wir ihn nur über Funke. Funke ist im Moment unsere einzige Möglichkeit. Frau Weyrand, haben Sie es? Was ist daran so spannend? Danke, komm. Sind Sie unter die Fledermauskundler gegangen? Was nicht ist, kann ja noch werden. Ja, ich komme. Na, Funke. Ah, na, Sie schon wieder. Ja, ja. Ja, na, dann rufe ich mal gleich meinen Anwalt an, ne? Brauchen Sie nicht. Nee, nee. Das ist nur eine Kleinigkeit. Wir dürfen doch. Ja. Danke, danke. Wir haben Ihnen auch was Schönes mitgebracht. Das letzte Mal, als wir bei Ihnen waren, sind mir Ihre schönen Naturfotos aufgefallen. Und die hier, die passen doch prima in Ihre Sammlung, nicht? Na ja. Aber ich sehe gerade, dieses Motiv, das haben Sie ja schon. Worauf wollen Sie denn hinaus? In diesem Stollen hat man allerdings Leiche gefunden. Sie fotografieren doch gern Fledermäuse und das ist ein Fledermausquartier. Ja, eben, ist mein Hobby. Ich bin oft im Harz. Zusammen mit Canellas haben Sie in der Nacht Nadine dorthin gebracht. Das ist so ein Blödsinn, also wirklich. Sie haben sich illegal Zutritt zu dem Stollen verschafft. Illegal? Warum soll ich ein Schloss aufbohren, wenn ich einen Schlüssel dafür kriege? Aufbohren? Woher wissen Sie denn, dass das Schloss aufgebohrt wurde? Herr Funke. Ich denke, jetzt braucht er doch einen Anwalt. Das Blut auf Daniels Kleidung stammt tatsächlich von Canellas. Aber der Paraffintest ist zu unspezifisch. Was heißt das? Der Schuss fiel etwa aus 3 Metern Entfernung. Dafür ist aber viel zu viel Blut auf den Klamotten. Daniel war im Nahbereich des Opfers. Und das spricht eher dagegen, dass er geschossen hat. Danke. Gerne. Das Blut stammt von Canellas. Ja. Ich wollte ein Geständnis von ihm. Ehrlich, ich wollte ihm nichts tun. Na ja, klar. Mit einer geladenen Pistole. Der Schuss... Es war ein Versehen. Ich hatte Panik, okay? Ich dachte, der Scheißkerl bringt mich um. Ja. Und dann hast du einfach abgedrückt. Soll mir mal zu, mein Lieber. Ich hab keinen Bock mehr auf dein Scheißtheater! Plötzlich hast du doch geschossen. Wir haben aber keine Schmauchspuren an deinen Händen gefunden. Ich hatte Handschuhe an. Gut. Wo ist die Pistole jetzt? Hab ich in die Saale geworfen. Na, wenigstens Sie waren erfolgreich. Ja, es sind manchmal nur die Kleinigkeiten. Ich lasse Canellas unter Bewahrung stellen, bis er ins Haftkrankenhaus verlegt wird. Was haben Sie denn? Ach, irgendwas stimmt mit Daniels Geschichte nicht, aber ich komme nicht dahinter. Zu Ihnen wollte ich gerade. Ich glaube, ich habe hier was sehr Interessantes. Und das ist die komplette Aufnahme? Ja, von der gefundenen Festplatte. Fangen Sie doch mal von vorne an. Mhm. Irgendwie komisch. Ich finde, Nadine ist bei der ganzen Sache nicht wirklich passiv. Na, wieso ist das normal, wenn man sich so heftig wehrt? Nee, nee, ich meine in der Phase davor. Hier, sie weicht gar nicht aus. Dafür reagiert sie jetzt plötzlich über. Ja, stimmt. Vielleicht will sie ihn verführen. Selbst dann passt diese heftige Reaktion nicht. Was wird hier gespielt? Daniel, wir haben uns das gesamte Material der Überwachungskameras angesehen. Ja, und da ist uns etwas Interessantes aufgefallen. Der Ausschnitt, den Sie Canellas geschickt haben, signalisiert, isoliert betrachtet,
Canellas ist ein Schwein. Schaut man sich aber den Vorlauf an, kommt man zu einem ganz anderen Eindruck. Im Grunde verhält sich nämlich Nadine so, als ob sie Canellas verführen will. Das Ganze sieht wie eine Inszenierung aus. Ja, und da wir drei ausgesprochene Filmfreunde sind, interessiert uns, wer schrieb denn da das Drehbuch? Danke, Herr Dr. Kluge. Ja. Ich war zu spät. Wie zu spät? Wir, Nadine und ich, wir wollten Canellas dran kriegen. Wir wussten, dass er auf diese Girly-Typen steht. Und naja, schon ziemlich schnell war er mega scharf auf Nadine. Wir wollten es nutzen. Nadine sollte ihn einfach ein bisschen anmachen. Ja, und wenn er darauf einsteigt, dann sollte sie sich die Kleider runterreißen und anfangen zu schreien. Für die Überwachungskameras, richtig? Wir hatten das Ganze so genau geplant, damit es aussieht wie eine versuchte Vergewaltigung. Und darauf hat sich Nadine eingelassen? Ja, ich sollte ja bereitstehen, um dann einzugreifen als Zeuge. Ach, das Fahrrad hat alles kaputt gemacht. Was muss ich am Fahrrad? Mit dem ich gekommen bin. Die Kette ist gerissen und ich kam zu spät. Es ging um maximal 2 Minuten. Ja, warum hat denn Nadine nicht auf Sie gewartet? Weil wir telefoniert hatten kurz vorher und ich habe gesagt, dass ich pünktlich sein würde. Deshalb hat sie es durchgezogen, verstehen Sie? Sie hat sich auf mich verlassen. So wollten Sie Canellas dazu bringen, die Zwangsversteigerung zurückzunehmen? Ja. Hattest du denn keine Angst, dass er zur Polizei geht? So eine wie der. Er geht nicht zur Polizei. Der lebt doch davon, dass die Leute ihr Geld in seinen Arsch stecken. Dass sie ihm vertrauen. Nee, der hat viel zu viel Schiss von einem Skandal. Tja, das Ganze hat ja nun nicht geklappt. Nur Nadine. Nadine ist draufgegangen. Nicht los! Ja, deshalb mussten wir es auch durchziehen. Für Nadine. Um Canellas zu zwingen. Moment. Wir? Du und Patrick. Das heißt, er hatte denselben Plan. Auf dem Tennisplatz war Patrick nicht dabei. Aber in der Tiefgarage. Patrick hat geschossen. Du hast die Waffe also gar nicht weggeworfen. Um Gottes Willen. Gott, ey! Patrick, was machst du denn hier? Ist eine Überraschung. Schickt dich dein Vater? Nein. Nadine. Nadine hatte die Pistole besorgt. Für den Fall, dass bei unserem Plan irgendwas schief geht. Auf der Festplatte ist alles drauf. Dafür musst du nur den Vertrag unterschreiben. Und dann ist es dann völlig ausgeflippt. Er hat gecheckt, dass Nadine ihn nur geködert hat. Was hast du? Sie hat noch gelebt, als sie in den Schacht geworfen hat. Du und mein Vater. Patrick, wir wussten das nicht. Wirklich. Glaubst du, ich bin ein Mörder? Unterschreib das, los. Das sein? Die Zwangsversteigerung bei den Iwanowskis, die wird abgeblasen. Und du übernimmst den Kredit. Mach dich nicht lächerlich, jetzt krieg dich mal wieder ein. Ihr habt sie einfach weggeworfen! Um Himmels Willen, Patrick! Das war die Idee von deinem Vater. Kommen Sie doch raus! Waffe weg! Patrick! Er ist längst überführt. Ein Scheiß ist er! Die wollte mich reinlegen. Ich hab sie nur von mir weggestoßen. Und dann ist sie blöd gefallen. Wirklich, Patrick, das musst du mir glauben. Warum machen sie denn nichts? Patrick, dafür wird er sich vor Gericht verantworten müssen. Er hat doch gerade gestanden, du hast doch gehört. Leg die Waffe weg!
Patrick, willst du dir dein weiteres Leben versauen? Ich habe sie geliebt. Wusstest du das? Ja. Patrick, lass den Blödsinn. Patrick! Nicht. Nein. Nein, Patrick. Leg die Waffe weg! Nicht, nein, tu es nicht. Bitte, bitte tu es nicht. Leg die Waffe weg, komm. Patrick. Nein. Bitte. Leg sie aufs Bett. Und jetzt lassen Sie Daniel frei. Das Ganze war eigentlich meine Idee. Warum waren Sie denn nicht im Tennisclub dabei? Mandy hatte mir am Abend zuvor erzählt, dass Nadine schwanger war. Und da war mir sofort klar, von Daniel. Hm. Naja. Ich dachte, wenn ich nicht komme, dann gehen Sie das Risiko auch nicht ein und lassen es einfach sein, aber... Nach alledem sind Sie trotzdem Daniel in die Tiefgarage gefolgt. Ja. Daniel ist immerhin mein Freund. Völlig überarbeitet sein. Bin ich hier die ganze Zeit nur Bratwurst. Mahlzeit, Männer! Sie sind doch bestimmt Frau Lindner. Ich habe was Schönes für Sie. Was machst du denn hier? Tja, wenn der Prophet nicht zum Berg kommt. Schön, dass es diesmal geklappt hat. Das ist mir jetzt aber wirklich unangenehm, Frau Rösner. Das nächste Mal bekomme ich mir versprochen. Mmh, das schmeckt aber. Das ist Tofu. Für eingefleischte Vegetarier.